Unsere Botschaft an die Türkei und alle Türkinnen und Türken ist, dass uns das Schicksal der Türkei am Herzen liegt, das Schicksal der Menschen dort, und dass wir gegenwärtig in Sorge sind, dass das Land sich möglicherweise falsch entwickelt. Und darüber wollen wir mit dem Präsidenten reden, und deswegen ist es gut, dass er heute hier in Deutschland ist. Präsident Erdogan hat die Türkei mit seiner Politik leider wegbewegt von Europa. Er hat die Türkei in eine Isolationssituation geführt. Er hat Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in seinem Land eingeschränkt. Und das ist genau die falsche Entwicklung. Die Türkei ist Mitglied des Europarats. Die Türkei hat sich verpflichtet, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten. Das tut sie gegenwärtig nicht, und darüber müssen wir reden. Die Türkinnen und Türken in Deutschland tragen wesentlich zu unserem gemeinsamen Wohlstand bei. Und viele von ihnen finden Erdogan einen guten Präsidenten. Ich glaube, dass sie sich schon klar machen sollten, dass sie hier in diesem Land in Freiheit, mit Meinungsfreiheit und bürgerlichen Rechten leben und dass genau diese Rechte ihren Landsleuten in der Türkei von dem Präsidenten Erdogan und seiner Regierung systematisch beschnitten werden. Darin sehe ich einen Widerspruch, und ich würde mir wünschen, dass mehr Türkinnen und Türken hier im freien Europa das auch gegenüber ihrem Präsidenten und ihren Landsleuten in der Türkei so artikulieren.